Ich heiße alle recht herzlich willkommen. Ich hoffe, man kann mich irgendwie verstehen. Also ich danke erstmal dem Jugendorchester aus Todtnow und der Sing- und Musikschule aus Würzburg für den schönen Auftakt oder den stilvollen Auftakt. Und ich grüße Sie alle ganz, ganz herzlich. Heute ist ein besonderer Tag. Heute findet unser Frühling international statt. Und es ist wunderbar, wenn man in die Runde schaut. Man sieht lauter vertraute Gesichter. Vor genau 50 Jahren erhielt die Stadt Würzburg den Europapreis, der von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg ins Leben gerufen wurde. Nicht nur, dass Würzburg aktuell Beziehungen zu 11 Partnerstädten, 3 Freundschaftsstädten und einer Patenstadt auf 4 Kontinenten führt, unsere Stadt ist auch an sich international. Am ehemaligen Schachbrett sowie am Apothekergarten am Zeller Tor wartet darüber hinaus ein abwechslungsreiches Vorstellungsprogramm auf Sie. An dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, dass eben das Jugendorchester aus Todtnow da beteiligt ist. Und das spielt um 12.30 Uhr. Ja, großen Applaus dafür. Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, lassen Sie sich von Eindrücken aus Irland, Italien, den USA, Tschechien, Finnland, Spanien, Südamerika, Indien, dem Iran, Schweden, Finnland, der Türkei, ich möchte fast sagen, aus der ganzen Welt verzaubern. Nutzen Sie gerne die Gelegenheit, um mit unseren Gesellschaften in Kontakt zu kommen. God makes the law, neither wind nor rain cares for bravery.